wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch am 4. Mai. Hier ist wieder eure Tini von Tini Channel. Ja, ich weiß gar nicht, ob jetzt, wenn ich dieses Video online stelle, da viele schauen werden oder ob da viele auch gar nicht mehr gucken werden. Ich habe keinen Plan. Auf jeden Fall melde ich mich jetzt gerade zurück. Ja, ich sehe noch ein bisschen verschlafen aus, weil wir haben es jetzt 10:30 gleich. Ich war mit der Hunde vorne draußen, habe die gerade jetzt schon jeweils jedem Herzen gegeben, 3 Stück. Und ja, ich zeige euch ganz kurz mal die Bausis. Also dort hinten liegt Lucy. Ja, da liegt ein bisschen Knabberzeug von meinem Besuch. Hier liegt Dicky. Dicky. Hallo, Hübsche. Ja, und da unten steht Mathilda, die kleine süße Maus. Die ist jetzt schon über ein halbes Jahr alt. Hat sich top entwickelt. Ja, ist ein schöner Tiger geworden. Ein bisschen wild noch. Aber eine ganz liebe. Ne, Moppy? Ey, hüpft sie gleich hier oben rauf. Ja, da kriegt sie fertig. Ja, das ist Mathilda hier. Das ist meine kleine Gurke. Ihr habt sie ja zum Anfang gesehen, wo sie noch ganz klein war, aber jetzt ist es schon eine Weile her. Also ich habe natürlich ab und zu auch mal Bilder gepostet, aber ja, das ist Mathilda. Die schlägt natürlich auch ganz nach ihrem Papi, aber eine ganz hübsche. Ja, mir ging gestern Abend schon so durch den Kopf, okay, ich mache mal wieder Videos und hatte dann so überlegt, oh, warte mal, ganz kurz, Moment. Blöde Kamera, ich krieg's immer noch nicht hin mit diesen Halten, ich brauche unbedingt eine Vlog-Kamera. auf jeden Fall ging mir so durch den Kopf, okay, du kannst ja mal wieder vloggen oder halt wieder filmen für euch, weil ich ja euch auch ein bisschen was schuldig bin, euch erklären möchte, warum keine... Oh, Alter. Ich glaube, mein Handy will mich ganz leicht ärgern. Springt einfach Google an, ey. Also, okay, ich möchte euch aber auf jeden Fall erklären, warum eine Zeit lang von mir keine Videos kamen, warum dann manchmal nur Postings kamen und, ja... Ich meine, also einmal war ich auch leider ein bisschen unfreundlich gegenüber einer Followerin. Das war aber einfach halt so, weil ich einfach abgenervt war, weil immer wieder die Frage kommt, ja, warum kommen denn keine Videos, bla bla. Und es ist ja nicht so, dass ich nicht will, aber es hat halt auch seine Hintergründe, wo ich dann einfach sage, okay, ich wollte es gerne anfangen, aber dann kam halt die Situation dazwischen. Wie ihr auch wisst, war ich ja auch vor kurzem in der Tagesklinik. Und da war ich ja 6 Wochen und es hat mir auch zum Teil gut getan, natürlich. Ich kann jetzt vieles anders sehen und entspannter und habe auch nicht mehr so dolle Probleme. Aber es ist ja nicht alles vergessen. Ne, weil ich hatte jetzt auch im April hatte ich mit Dicky vor 2 oder 3 Wochen hatte ich mit ihm eine Untersuchung gehabt. Wegen seinen Herzen, weil Joey ja krank war und Dicky hätte es ja vererbt haben können. Vererbt bekommen können, so rum. Und daraufhin habe ich ihn halt untersuchen lassen. Und da hat die Tierärztin gesagt, nein, Frau Burmeister, es ist alles in Ordnung. Das Herz ist soweit gut, es ist alles gut entwickelt. Ja, und das ist halt alles gut. Aber ich werde euch nachher nochmal in Ruhe alles erklären, weil ich muss jetzt gleich ein bisschen was essen. Ich habe mir jetzt gerade hier von meinem Besuch den Früchtezwerge genommen oder Früchtespaß. Weil mein Besuch, meine Freundin ist seit gestern weg und die hat sie hier gelassen, die esse ich jetzt gleich. Weil um 9 kriege ich denn Besuch, dann muss ich nachher um 10 in Krübelin sein. Ja, dann muss ich da noch was erledigen und dann heute Abend muss ich auch nochmal weg. Aber das zeige ich euch alles später oder versuche unterwegs das ein bisschen zu zeigen. Ja, Mathilda dreht die gerade ab, die spielt dort. Dann schmeißt sie ihr Kuscheltier und dann dreht sie vollkommen ab. Pass auf. Ja, wenn die nicht abdrehen kann, die Dirke, dann weiß ich auch nicht. Ich glaube, dann ist die ein bisschen gestört. Spielst du wieder? Ja? Feines Mädchen. Ja, Lucy und Dicky sitzen dann gucken blöd aus der Wäsche. Ja, blub, einmal hoch. Ja, Mathilda weiß aber ganz genau, von Lucy kriegt sie Feuer. Dicky ist eher noch so ein halber Hahn, der schimpft ab und zu schon. Aber Lucy ist wirklich eine Kamikaze durch und durch meistens. Also Kamikaze auch nicht, aber sie tut sie halt maßregeln, ne? Also sie zeigt halt wirklich, wo die Grenzen sind. Das muss halt auch sein. Na, Dicky, mein Bester. Na? Ja, Dicky hat halt auch einen neuen Haarschnitt. Ja. Schönen neuen Haarschnitt. Ein bisschen leicht stufig, weil halt sein Fell war so weich beim Schneiden. Deswegen ging das leider nicht anders, aber es ist vollkommen egal, weil die Ohren sind so schön geblieben. Sein Schwänzchen hier hat er so schön wuschelig behalten. Ja, ein ganz schicker Dicky. Ich sage auch immer zu ihm Dicky Schicky. Den Namen hat sich Peter ausgedacht. Jetzt liegt Mathilda hier auf der Lauer, weil sie spielen will. Mathilda, nein. Wird nicht gespielt jetzt. Ja, Leute, ich nehme euch nachher später nochmal mit. Ich denke mal, ich werde auch nochmal so eine aktuelle Wohnungstour mit reinmachen, dass ich euch einfach mal ein bisschen aktuell meine Wohnung zeige. Dass ihr mal ein bisschen seht, wie es hier ausschaut. Also es hat sich nicht viel verändert, aber ein bisschen was. Ja, dann zeige ich euch das später. Dann bis später, ihr Lieben. Huhu, Leute, ja, ich habe gerade nicht gehört, ob er filmt.
Ja, ich bin gerade in Doberan unterwegs. Ich gehe gerade jetzt hier zum Tätowierladen, weil ich will mich mal zwecks eines Piercings erkundigen. Und mal gucken. Vielleicht lasse ich mir heute ein Piercing stechen. Ich weiß aber noch nicht genau so. Ja, mal gucken, ne? Mal schauen, wie ich lustig bin. Mal gucken, ich gehe jetzt gleich hier runter, erkundige mich mal. Ich weiß gar nicht, ob die heute spontan Zeit hätten. Ich glaube, bei meinem Glück haben sie wieder keine Zeit oder so. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Auf jeden Fall gehe ich jetzt da mal hin, frage mal, wie teuer das ist. Und dann, ja, mal schauen, ne? Das ist hier die Vorleiter. Also ich habe mir überlegt, vielleicht hier so. So eine kleine Kugel durch oder ein kleines Steinchen. Mal gucken. Ich frage einfach gleich mal nach. Mal sehen, vielleicht seht ihr mich ja näher mit Piercing. Ich glaube, das wird voll wehtun, ey. Ah, ich glaube, das wird voll schmerzen, so. Mal gucken. Na gut, ich melde mich später. Also auf jeden Fall geht es mir gut. Bis jetzt. Mal gucken. Ich hatte zwar auch noch andere Piercings in Überlegung, aber ich habe auch ein bisschen Angst vor Schmerzen. Deswegen erstmal nur die Unterlippe. Ich hatte vielleicht auch überlegt, Medusa, aber ich glaube, das wäre hier zu groß, weil ich ja auch so große Lippen habe. Deswegen habe ich vielleicht hier überlegt. Ich bin jetzt gleich da unten, dort. Ja, jetzt mein Handy pfeift auch. Na gut, Leute, wir sehen uns später. Bis später. Hallo, Leute. Oh, die Batterie ist, glaube ich, leer. Aber guck mal, ich habe mir ein Piercing stechen lassen hier. So sieht der aus. So. Mein Zähne hätte man jetzt nicht unbedingt sehen müssen. Sorry. Das ist mein Piercing hier. Das ist mein kleiner Lippenpiercing. Habe ich mir vorne stechen lassen. Ja, tat ein bisschen was weh. Ich habe auch gedacht, oh Gott, oh Gott. Oh, wie sehe ich aus? Habe ich auch gedacht, oh Gott, oh Gott. Aber hat nur beim Durchstechen hier ein bisschen weh getan. Aber sonst ging's. Ja, ich war ein bisschen unterwegs. Jetzt lasse ich schnell die Hunde raus. Mathilda sitzt hier unten in ihrer Box. Die habe ich ja für ihr gekauft. Das ist eine schön große. Die kann man auch für Reisen nehmen. Wenn man zum Beispiel auf Reisen geht, kann man hier, hier oben das rausfahren. Und dann nimmt man sie so mit hier. So. Ja, hier sitzt die kleine Tilde. Komm her, Teufel. Los, sind die nämlich auch in der Box. Ich zeige euch das mal. Weil ich möchte einfach, dass, wenn ich unterwegs bin, dass die Hunde keinen Blödsinn machen. Hallo Mathilda, sag mal hallo YouTube. Ja, ich hole jetzt die anderen beiden Ganoven. Die anderen beiden Schwerverbrecher. Und dann lasse ich die jetzt erstmal alle raus. Die müssen jetzt erstmal raus. Die waren zwar heute Morgen, aber trotzdem. Muss ja nicht sein, dass sie hier mit voller Blase sitzen. Moment. So, da sitzen Lucy und Dicky. Die haben dort ihre Box. Ja, ist ja gut. Ja, ich melde mich später nochmal bei euch. Bis später. Leute, ich sitze gerade auf der Couch. Weil ich habe gerade eine Kleinigkeit gegessen und ja, Diggi liegt gerade hier unten. Der schnüffelt hier irgendwas. Mathilda guckt die doofe Wäsche da hinten. Die kleine Kröte, Luzi liegt dort. Die chillt eine Runde. Ja, und ich habe gerade gegessen. Ich habe jetzt gerade aber mit dem Peridon von Rossmann oder DM, nee, Rossmann, habe ich meinen Mund ausgespült, weil der Piercer sagte, jeden Tag jedes Mal nach dem Mittagessen immer ausspüren oder nach dem Essen allgemein. So, und ja, halt keine Milchprodukte, die essen 2 Wochen. Ja, da muss ich halt ein bisschen aufpassen, ne? Ich hoffe, dass ich da dann auch dran denke. Ja, da habe ich gerade hier dieses, Moment, dieses, Octanisept habe ich jetzt hier drauf gemacht, dieses Zeugs. Hier steht zwar drauf, Antiseptikum vor der Katheterisierung vor der Harnblase. Denke ich mir so, hä? Und dann steht hier aber Lösung zum Auftragen auf die Schleimhaut und die angrenzende Haut. Mathilda, sei lieb. Na, das habe ich mir gerade aufgemacht, war ein bisschen eklig, hat auch ein bisschen leicht gebrannt. Aber es geht so. Ich habe bei den Piercings so echt das Gefühl, warte mal ganz kurz, Moment, ich muss es hier auf die Kamera. Was ist egal jetzt. Auf jeden Fall habe ich echt so das Gefühl bei dem Piercing, dass ich den ganz gut verheilen lassen kann. Also, dass der ganz gut abheilt. Ich hoffe es, ne? Also, ob das jetzt wirklich so klappt, weiß ich nicht. Aber ich denke und hoffe es schon. Und dann mal sehen. Ja. Mal gucken, ne? Ja. Wäre schon nicht schlecht, wenn es so klappen könnte. Was wollte ich jetzt sagen? Was wollte ich jetzt gerade erzählen? Ach genau, hier, falls ihr euch fragt, wie ich zu den Piercing gekommen bin oder so, kann ich euch sagen, ich bin dazu gekommen, weil ich hatte erst immer überlegt, Medusa-Piercing, weil das sah mir ganz hübsch aus. Und dann habe ich mir gedacht, okay, nee, du hast ja so große Lippen. Und wenn ich den mal so mache, dann sieht das ja hier oben nicht so schön aus. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, der kleine wird dir auch reichen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, weil vorhin hier mein Bekannter sagt, er fährt nach Doberan. Ich sage, na, ich gehe einfach mal fragen, wie teuer das ist. Ne? Und dann sagte er, ja, so und so viel. Und dann hatte ich mich auch noch mit meinem Nachbar getroffen, weil der hatte mir den kleinen Freund hier als Geburtstagsgeschenk gemacht.
weil wir hatten uns getroffen und ich habe ihm das dann auch so erzählt. Und er sagte, ja, warum lässt du die denn nicht machen? Ich sage, ja, wollte ich ja, ne? Aber ich muss halt gucken, wann. Und er sagte, ja, ich mache dir das als Geburtstagsgeschenk. Kriegst von mir als Geschenk und dann kam er mit rein und dann hat er das sozusagen für mich als Geburtstagsgeschenk bezahlt. Fand ich voll cool von ihm. Hätte ich selber nicht gedacht. Ja, war ich auch voll happy. Ja. Hab mich voll gefreut. Ja, aber so beim Piercen drinne war er nicht mit drin. Aber er hat gewartet, ne? Also er hat dann kurz gewartet. Und dann, ja, passt das. Heute Abend will ich, wie gesagt, auch nochmal los. Ja, Matthias spielt gerade. Da seht ihr es. Da spielt sie. Da. Da spielt sie. Ja, da spielst du, ne? Teddy? Jetzt kommt er angefecht. Ja, der Piercer hat auch gesagt, aber nicht Hunde knutschen. Ich sag, nee, das mach ich sowieso nicht, Hunde knutschen. Weil die ja draußen überall rumschlabbern und so. Das tut er nicht nur, dass man da den Hunde knutschen macht. Weil es ja auch ein bisschen eklig so. Und das tut er nicht not. Ja. Naja, vielleicht werde ich nachher noch später eine Wohnungstour machen. Ich muss jetzt gleich nochmal kurz telefonieren und ja, dann muss ich mal gucken. Aber auf jeden Fall wollte ich euch sagen, jetzt habe ich auch Pongas vergessen. Auf jeden Fall wollte ich euch sagen, mir geht's auf jeden Fall gut. Ich fühle mich auch gut. Mein Bekannter sagte vorhin auch, also ein anderer Bekannter noch, sagte auch, Mensch, du siehst auch richtig gut aus. Geht's dir gut? Ich sage, ja, mir geht's gut, weil natürlich habe ich ein bisschen zugenommen. Ich habe mich heute gewogen. Ich habe, glaube ich, 108,7 Kilo. Leider. Ich habe meine Zeit... Lucy, hör auf zu giften. Weil ich habe wirklich mal eine Zeit lang unter 100 Kilo gewogen. Und es ist ja jetzt natürlich ein bisschen wieder zu mehr zugekommen. Aber, ja, ist jetzt halt nicht zu ändern, ne? Also, wie gesagt, ich versuche es ein bisschen wieder runterzukriegen. Aber ich sage halt auch einerseits so, einerseits sagt von mir, bleib so, wie du bist, weil ich fühle mich ja auch so wohl. Andere Seite sagt aber auch von mir, ich muss aber auch ans Körperliche denken, weil ich bin bloß 1,57 klein und ich will ja nicht schon im jungen Alter Probleme kriegen. Lucy, es reicht. Da steht dahinter Dicky und giftet rum, weil, Dicky und Mathilda am Spielen sind. Und Lucy ist dann wieder ganz hinterhältig. Sie will wieder schon wieder die beiden Maßregeln. Die olle Kröte. Naja, auf jeden Fall geht es mir, wie gesagt, gut. Und wegen Gewicht muss ich halt einmal schauen. Wegen körperliche, das Körperliche ist ja doch ein bisschen wichtiger. Natürlich das Wohlbefinden auch. Aber ich habe auch keinen Bock, irgendwie dolle körperliche Probleme zu kriegen. Weil Übergewicht kann ja zum Beispiel auch mit einem Grund sein, dass es heißt, okay, so schnell werde ich nicht schwanger oder gar nicht. Das kann ja auch zum Beispiel mit Grund sein. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Man muss schauen, ne? Ja. Naja, mal gucken, was so kommt. Mal sehen, was ich näher so mache. Ich berichte euch auf jeden Fall. Auf jeden Fall sind die heute Abend wieder fällig, denke ich mal. Ja, mal schauen. Gut, dann hören wir uns später. So Leute, ich werde jetzt nochmal mit meinem Nachbar los. Er will nochmal nach Doberan was klären. Ich will da auch nochmal was nachfragen. Und ich werde jetzt gleich mitfahren. Ja, die Hunde kommen jetzt wieder in ihre Boxen rein, damit sie halt keinen Blödsinn machen. Weil halt Dicky so ein kleiner Ganove ist. Der Ganove liegt dort hinten und der macht immer gerne ein bisschen Scheiße. Der stellt immer gerne ein bisschen Blödsinn an, der kleine Huschkopf. Und deswegen packe ich die jetzt alle gleich in die Box. Und ja, werde mir hier meine beiden Energy mitnehmen. Die darf ich ja zum Glück trinken. Da ist ja keine Milch oder so ein Schrott drin. Ja, da werde ich dann gleich zu meinem Nachbar gehen, dann fahre ich mit ihm mit. Heute Abend geht es dann zum Krallen machen. Ich lasse mir meine Krallen heute Abend wieder machen. Bisschen aufhübschen. Und dann, ja, ist der Tag auch schon gelaufen. Aber ich denke mal, naja, unterwegs werde ich euch noch mitnehmen, mal gucken. Ja, dann bis später. Hallöchen, Leute. Ja, wir haben es jetzt gerade, Moment. Wir haben es jetzt 18.09 Uhr. Ich bin gerade zu Hause. Ich mache mir gerade einen Himbeerblättertee. Hier. Ich habe mir den aus der Apotheke geholt. Das sind 50 Gramm für 2,95. Ja, ich war vorher noch unterwegs so ein bisschen so. Und habe mir aber erstmal gerade, wo ich nach Hause kam, habe ich mir erstmal fix mein Piercing. Oh, geht das jetzt auch auf? 500 Milliliter? Ja, ne? Habe mir mein Piercing gereinigt mit diesen Oxidanzen oder blablabla, wie das heißt. Ich kann dieses Wort nicht aussprechen. Tut mir leid. Ich bin mit so einem Fachbegriff immer ein bisschen dämlich, sage ich jetzt mal. Auf jeden Fall habe ich mir das raufgemacht eben gerade, damit das erstmal ein bisschen jetzt hilft und ein bisschen heilt, weil ich doch merke, jetzt so ein paar Stunden danach zieht das ein bisschen gut. Warte mal, ich stelle euch mal kurz ab, weil ich muss jetzt gleich den Becher zumachen, so.
Ich glaube, ihr werdet mich jetzt nicht sehen. Ich glaube, ihr seht jetzt nur die Hälfte hier. Auf jeden Fall mache ich das jetzt hier gleich zu. Das muss jetzt 15 Minuten ziehen, also bis 5:30. Und dann soll man das trinken, weil bei mir ist leider das Problem, ich habe leider so ein bisschen unregelmäßigen Zyklus. Das heißt, der geht mal über 40 Tage. Das letzte Mal ging er über 50 Tage. Und es ist einfach nicht feierlich. Es macht einfach keinen Spaß, diesen Scheiß. Und ich habe halt öfter auch schon so im Forums gelesen, dass Himbeerblättertee zum Beispiel auch gut helfen soll. Und ja, deswegen probiere ich das jetzt einfach mal aus. So, ich glaube, der lässt sich gar nicht wieder schließen. Huch, der lässt sich gar nicht zuschließen. Ach nee, ich glaube, man braucht ihn einfach nur so drücken. Der hält nicht so ganz zu, wie er soll. Das nervt mich jetzt ein bisschen ab. Aber ist egal, Hauptsache er kann jetzt da drinnen ziehen. Aber muss er dann echt beim Trinken aufpassen, so. Dass der nicht Kältmarsch... Ja, da kippt nämlich schon was. Kältmarsch auskippt. Okay, das ist jetzt echt ein bisschen scheiß Becher. Ich muss mal ganz kurz gucken nach einem geeigneten Gefäß dafür. Weil das nervt mich ehrlich gesagt jetzt gerade ein bisschen ab, so. Weil da habe ich nämlich keinen Bock drauf. Hier ist jetzt gerade ein Messbecher, aber der fässt sich so ein bisschen komisch an, so. Ich habe hier eine Teekanne. Das ist mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen zu doof mit diesem Becher. Ich meine, klar, nachher, wenn er kalt ist, kann ich den auch da umfüllen und trinken. Das ist gar keine Frage, aber der muss ja irgendwo auch vernünftig ziehen können. Und nicht halbwegs nur zu sein. Das ist ja auch scheiße. Das ist jetzt gerade echt ein bisschen nervig. Dann mache ich jetzt halt so. Sieht zwar jetzt ein bisschen bekloppt aus, aber ist egal. So von der Farbe her ist der Becher natürlich echt schick so. Aber der Rest kann man echt so ein bisschen gerade in die Tonne kloppen. Na, ich zeige euch jetzt erstmal fix meine Wohnung. Also aktuelle Wohnungstour. Also das ist jetzt hier meine Küche. Ein bisschen aufgeräumter als sonst. Also ein bisschen leicht Chaos ist schon. Man sieht es. Ist aber halt auch mein Stil, sage ich jetzt mal. Weil ich bin halt einfach so. Aber hier zum Thema Herd. Der glänzt, der hat seinen Glanz, der Kleine. Ja, hier ist halt ein bisschen was und da ist ein bisschen was. Und ja, hier stehen jetzt zwei so Mülleimer. Das ist einmal hier der gelbe, das ist für Plastik, gelber Sack. Und das ist schwarze Tonne, hier fehlt gerade Dicky rum. Hier ist das Futter für die Hunde, das ist Leck Gold. Das ist getreidefrei, das ist zwecks Matilda. Dann zeige ich euch kurz das kleine Zimmer. Das ist jetzt hier das kleine Zimmer. Hat sich nicht viel geändert. Also hier steht ganz, hier ist aktuell ganz normal die Couch. Dann ist hier das Reisebett, weil ich ja bis vor ein paar Tagen besucht hatte. Da hatte der Lütte drin geschlafen. Ja, hier ist das Körbchen von Matilda, was sie eigentlich kriegen sollte. Hier steht ja so ein bisschen Pflanzenzeug und so. Und dann steht hier ein Babyphone. Dann hier das Schwein, was ich in der Tageskinik... Hey, ist gut. Schluss. In der Tageskinik gemacht habe. Ja, hier mein Sessel, ne? Matilda, komm, Lucy Dicky. Ja, die Hunde mag ich nicht so gern, wenn die hier drin sind. Ja, das ist jetzt hier mein Flur. Die Flurgarderobe, meine Route ist raus, weil die leider kaputt gegangen ist. Ja, das ist hier, wie gesagt, mein Flur. Hier ist auch nicht so viel extrem los so. Ich habe bloß, was ich hier gemacht habe, weil ich ja über HD-Fernseher schaue. Ich habe jetzt von meinem Nachbar hier das verlegen lassen, die Kabel. Halt wegen der Hunde. Hier, das läuft so lang hier, so. Genau, hier läuft das so lang. Einmal hier durch die Stube und einmal hier Richtung Schlafzimmer. Genau, und hier ist halt der Flur. Zeige ich euch kurz das Bad. Nicht wundern, da liegt ein bisschen Wäsche zum Waschen. Genau, hier ist einmal das Bad jetzt so. Genau. Hier ist mein Bad. So. Ja, Matilda, du guckst. Teddy. Matilda. Hi, du Hübsche. So, gucken. So, hier kommen wir zu meinem Schlafzimmer. Ist ein bisschen ungeräumt worden von der gewissen Zeit. Also jetzt steht hier die Hundehütte. Ja, die Hundehütte. Hier ist bloß ein bisschen Eimer, ein bisschen mit Müll drin. Oder mit Erde ist das, glaube ich. Das muss ich noch wegkippen. Genau, hier ist Matildas Box. Da ist dann... Ey, ist gut. Matilda, Dicky, Schluss. Die toben schon wieder. Hier ist mein kleiner Schrank. Da hinten steht mein Fernseher mit Schrank. Ja, da hinten halt mein Fernseher ganz normal. Hier ist mein neues Bett. Mein Boxspringbett. Das ist 1,18 Meter x 2 Meter groß. Hat zwei Bettkästen. Ist ein recht schönes. Auch recht groß. Hält mich auch gut aus. Ja, hier stehen die Nachtschränke. Hier ist halt das und dies. Oh, die Hunde nerven mich gerade ab. Oh, ist recht langsam, ey. Also heute bin ich echt so ein bisschen gereizt. Ey, manchmal... Sorry, Leute. Hey, jetzt ist gut. Wurde nicht was gesagt, Freunde? Matilda, Schluss. Gerade Matilda begreift es auch nicht, wenn man Schluss sagt. Das kapiert sie einfach nicht. Steht sie hier und guckt blöd aus der Wäsche. Es reicht jetzt. Ab. Komm. Zitter ab. Hör auf jetzt. Ja, hier sind wir jetzt, wie gesagt, kurz in der Stube. Tut mir leid, hier ist auch ein bisschen möhlig. Ein wenig. Also hier steht halt meine Wäsche. Hier ist halt die Box von... Lucy und Dicky, hier habe ich so ein paar Kartons, die ich noch verstauen will, aber mein Keller ist ja leider feucht und da kann ich leider nichts reinräumen so. Und das ist halt das Blöde. Ja.
Aber das ist halt so ein bisschen aktuelle Wohnungstour, sag ich jetzt mal. Habe ich euch jetzt mal ein bisschen was gezeigt. Also es hat sich ein ganz minimal was geändert, aber auch nicht viel so. Ja, auf jeden Fall, wie ihr gerade gemerkt habt, ist es schon manchmal ein bisschen anstrengend mit Mathilda, weil natürlich hat sie ein liebes Wesen. Sie ist zum Glück auch nicht dominant, aber sie hat einen, naja, nicht ganz, aber ein bisschen sehr starken, sturen Eigensinn. Also es ist schon so, auch mit Dicky natürlich, ne? Wenn die beiden spielen, ich sage Schluss jetzt, dann ist es echt so, Dicky hört dann auf und Mathilda fängt wieder an, weil sie es einfach nicht begreift. Und dann wundert sie sich aber halt einfach, wenn sie denn echt mal Ärger kriegt, so. Und eigentlich mag ich ungern schimpfen, weil mich das ja halt natürlich auch aufregt. Aber andererseits muss ich es ja so ein bisschen. Ja. Ja, ja, na gut, ich lasse jetzt wie gesagt erstmal meinen Tee wirken. Bis 6:35, dann trinke ich den nachher. Ja, und dann mal schauen, ne, wie der schmeckt. Ich weiß gar nicht, ob ich diese komischen Kräuter mittrinken darf. Oder ob das gefährlich ist, ich weiß das gar nicht. Wenn ihr irgendwelche Tipps habt oder euch darüber auskennt, könnt ihr mir das ja gerne in die Kommentare schreiben, ob man bei dem Himbeerblättertee diese Kräutermischung, die da drin ist, also dieses Lose, was da drin ist, ob man das mittrinken darf. Oder ob man da ein bisschen vorsichtig sein sollte. Naja, ich bin jetzt ungefähr noch eine Stunde zu Hause, dann werde ich nochmal los. Und dann, ja, komme ich später wieder. Mein Nachbar guckt, dann denke ich nochmal nach Wauzis und dann passt das. Sind die Kinder auch versorgt. Ne, Sturesel, du? Du kleiner Sturesel, du? Du kleiner Sturesel? Kleine Zicke, du. Aber sie ist echt eine Hübsche geworden. Kleiner hübscher Teufel. Sieht halt echt aus wie ihr Papi. Mathilda? Ja, Mathilda. Meine Tildi-Maus. Meine kleine, dicke Ente. Ne, wie gesagt, missen will ich die Kröte auch nicht mehr. Wie gesagt, sie ist zwar manchmal sehr stur, aber sie hat auch eine sehr liebe Art und Weise an sich. Also es ist wirklich schön mit ihr. Also sie hat mir schon wirklich schon über vieles hinweggeholfen. Natürlich kann sie nicht alles heilen, aber sie kann vieles machen, um halt einen so ein bisschen so, ja, jetzt hängt sie hier und schmust so ein bisschen an. Ich freue uns, kleine Mini-Tittchen, ne? Ja, du bist schon so eine Zicke. Na, jetzt schmust sie gerade so ein bisschen und tigert hier auf Dicky. Aber es gibt nichts mit Dicky mitspielen. Nein, es gibt nicht. Nein, nein. Such genug mit den Spiele hier. Alter, ja, du bist heute nicht ausgelastet, ne? Ich habe eigentlich auch für sie so ein Fangspiel. Also ich habe meinen Roller so eine Besenstange mit Wischmopp gekauft. Und dann hat, nein, jetzt ist Schluss. Und dann hat meine Freundin mir, du auch, Dicky, Schluss. Und dann hat meine Freundin mir so ein Band besorgt. Ich glaube, so ein Schuhband. Und dann so ein Quietschehund, was man auch für Hunde zum Spielen machen kann. Und das haben wir dann so zusammengebastelt. Und da kann man halt so ein Fangspiel machen. Also das heißt, Mathilda läuft lose oder Dicky zum Beispiel auch, weil der macht das auch. Und dann lässt man die Hunde im Kreis laufen, also mal nach rechts, nach links. Und dann können die halt versuchen, dieses Huhn zu fangen. Und damit sie halt nicht denken, sie müssen komplettes Beuteverhalten machen, ist es halt so, dass man natürlich auch manchmal dann die Hunde das Huhn fangen lässt und dann halt, wenn sie es ablegen, dann halt ein Leckerli bekommen. Und das übe ich halt mit Mathilda, beziehungsweise mache ich mit ihr, damit sie halt einmal ausgelastet ist. Und man merkt halt wirklich so, wenn man mit ihr das gespielt hat, dann ist sie wirklich bedeutend entspannter. Jetzt zum Beispiel liegt sie halt auch hier so und passt natürlich auf wie ein Detektiv vom Dienst. Also manchmal schon niedlich, wie sie sie aufpasst und pirscht. Ja, und Diggi pirscht da hinten. Ja, jetzt guckt er gerade. Ja. Ach, ich bin schon wieder bei 10 Minuten Film, sorry Leute. Ja, wie gesagt, vielleicht nehme ich euch nachher nochmal mit. Mal gucken. Lasst euch überraschen. Habt ihr jetzt erstmal einen schönen Abend. Einen schönen Donnerstag. Ich filme es ja jetzt am Donnerstag. Du bleibst hier, Mathilda. Nein, du bleibst hier. Hinsetzen. Komm. Bist du sturer Bock. Hörst du? Manchmal. Ich kriege immer nochmal graue Haare bei den Hunden. Nein, nein, passt schon. Na gut, Leute, wir hören uns später. Tschüss. Guten Morgen, ihr Lieben. Ja, wir haben heute Freitag den, ich glaube, 5.5. Ja, genau, 5.5. Genau. Ich muss jetzt gerade kurz erleben. Ja, wir haben es jetzt gleich Punkt 9 Uhr. Ich sitze jetzt gerade hier in der Stube, weil ich habe mir gerade Frühstück zubereitet. Die Hunde haben, wie gesagt, Herzen bekommen. Ich habe mir gerade hier 2 Stullen gemacht. Das eine ist irgendwie hier mit Hähnchen, Brustfilet, glaube ich. Und dann so eine Mortadella-Traum mit Spargelgeschmack. Wurst. Und dann das ist hier mit Ferdifuchs, Kinderwurst, Leberwurst. Und dann halt die Wurst da drüber. Und dann habe ich hier noch einmal Erdbeeren. Und ja, die esse ich danach. Und dann halt hier ein Cappuccino, ne? Das esse ich jetzt. Also das ist jetzt ein bisschen viel so, aber ich sag mal so am Morgen, gut, okay, da kann ich das ja halt essen. So, sieht jetzt halt hier ein bisschen chaotisch aus, weil hier sitzt Mathilda gerade. Da pirscht Sticky gerade lang. Ja, der war heute Morgen richtig süß so, weil heute Morgen, wo ich aufgestanden bin, also wo ich nur im Bett lag und noch nicht ganz wach war, da lag er mit dem Köpfchen Richtung Bauch runter, also Richtung Beine runter und mit dem Arsch mit mir zu Gesicht. Also er lag mit seinen
Oberkörper lag eher an meinem Bauch so, total niedlich. Und er hat richtig schön Wärme gegeben, der Kleine. Richtig süß so. Ja, meine Nacht war ganz gut soweit. Ich habe gut geschlafen. Dicky, was leckst du da am Fuß? Hast du Langeweile oder was? An meine Schuhe? Ja, du bist ein Gauner. Ja, die Nacht habe ich gut geschlafen. Ich habe gestern Abend noch mit Mundspülung beim Mund ausgespült. Hab da noch dieses Zeug drauf gemacht. Hier auf dem Piercing. Heute Morgen habe ich das Gefühl, ich sehe zwar immer noch aus wie Kongo-Lippe, weil ich ja richtig eine fette Lippe jetzt hier gekriegt habe. Aber es schmerzt nicht mehr so doll. Also gestern habe ich gedacht, oh nein, was ist das jetzt? Ich meine, gut, es kann sein, dass ich heute, wenn ich viel sappeln tun soll, dass dann trotzdem die Schmerzen kommen. Mathilda! Mathilda! Ey! Lass Lucy jetzt in Ruhe. Es kann zwar sein, dass die Schmerzen trotzdem noch kommen. Aber ja, es geht eigentlich, ne? Also ich sag wirklich so, es geht. Jetzt gerade, also heute Morgen. Natürlich mal gucken, muss ich jetzt ein bisschen aufpassen mein Essen und so und muss halt dann nachher nach dem Essen direkt Zähne putzen und Mund ausspülen. Aber das hatte ich ja so vorgehabt. Aber erstmal habe ich mir jetzt gedacht, okay, ich esse jetzt einmal Frühstück, trinke meinen Cappuccino, esse meine Erdbeeren, halt so ein bisschen auch Früchte mit dazu. Weil die habe ich gestern mit dem Lidl geholt für 1,59. Und ich habe ja manchmal auch so meine Rituale, dass ich samstags und sonntags dann gute Filme komme oder freitags manchmal auch mir Chips kaufe und dann Cola dazu trinke oder mal auch gern Schokolade. Und jetzt darf ich ja nicht so wirklich was mit Milch essen. Und jetzt habe ich mir gestern, Mathilda, hör mal auf hier. Jetzt habe ich mir gestern ein Lidl Zartbitterschokolade geholt und da esse ich die einfach mit dazu, weil ein bisschen was Süßes brauche ich schon. Aber ich würde es halt auch nicht übertreiben, weil ich habe dahin nur eine Tüte Chips und einmal diese Käsestangen, da habe ich da auch noch Veggie Katzen zu liegen und all so ein ganzer Kram. Und ich würde es auch nicht zu übertreiben. Also ein bisschen was zum Naschen möchte ich schon, ja, aber ich versuche es nicht zu übertreiben. Ja, deswegen nämlich, weil ich ja wie gesagt gesagt habe, dass ich halt ein bisschen zu sehr dick wieder geworden bin und ja, ist nicht gut. Ich meine, gestern habe ich auch so gedacht, okay, ich werde hinzunehmen, meine Titten sind ein bisschen dicker geworden, so, weil ich saß gestern bei meiner Nageltante, habe ja das schwarze Oberteil angehabt. Ich denke so, Alter, was hast du für Dinge, ey? Ich denke, oh Gott, oh Gott, ne, sagt sie auch, ne, vielleicht hast du ein bisschen zugenommen, ne? Achso, apropos Nägel, ich zeige euch das mal. Ich habe mir gestern wieder meine Nägel machen lassen. Die schauen jetzt so aus, das ist jetzt hier die linke Hand. Und die sind so pink mit so einer Art wie Leo-Muster sollten es werden. Und ja, das sind fast so gut wie meine eigenen Nägel. Ich glaube, man sieht sie auch hier drunter so ein bisschen, oder? Wenn die Kamera jetzt mehr fokussieren würde. Moment. Ja, das ist die rechte Hand hier. Genau. Und wenn sieht man das so gut hier unter? Ja, hier bei der Hand sieht man das jetzt ganz gut. Genau, die habe ich mir gestern machen lassen. Lang sind sie schon wenig, ja. Aber, warte mal. Ey, bist du doof? Gerade wo ich dich hier in deiner Attacke filmen will, greifst du nicht an. Mathilda, doof oder was? Hm? Die dreht schon wieder völlig frei, weil die beiden jetzt da wohl irgendwie noch Trockenfutter haben, tut sie jetzt eine Runde Teufel, weil ich habe das jetzt gerade so gemacht. Ich habe zwei Näpfe genommen, habe da ein bisschen Trockenfutter reingekippt und habe es ein bisschen mit Wasser aufgegossen, also mit heißen. Und das kriegen sie ja beide jeweils. So, und sie lauert jetzt halt natürlich, weil sie halt merkt, Lucy und Dicky haben da noch Trockenfutter. Aber die haben gerade schon noch eine Scheibe Wurst bekommen, wie gesagt, die Herzen und naja, sie ist so eine alte Kanone, die man nur fressen kann. Warte. Psch. Sei lieb, du Teufel. Sei lieb, du Teufel. Ach, du bist ein Bekloppter und die ist echt so bekloppt, ne? Also. Sehe sie gerade wie hier Dicky. Mathilda, nicht so doll. Jetzt fangen die wieder an, beide wieder an, lustig zu werden. Oder Mathilda kriegt ihren Dachschaden und fegt denn da hinten unter dem Wäscheständer durch. Hat sie gestern fertig gekriegt. Und da dachte mein Bekannter auch, Alter. Da sagt sie, da sagt er, die geht ja ab. Mathilda, ruhig. Psst. Du sollst nicht bitten. Mathilda! Hey! Sag mal! Jetzt dreht sie gerade ab. Ich muss auf jeden Fall mit ein Auge drauf haben, weil sie macht zwar nichts Böses, aber trotzdem, manchmal dreht sie ein bisschen sehr ab. Und sie soll halt nicht so quietschen bei Bällen, weil Dicky will ja auch ein bisschen seine Ruhe. Und Lucy wird irgendwann auch ein bisschen sehr gallig. Mathilda, Schluss jetzt! Ah, nee, du. Naja, Leute, ich nehme mein Handy nochmal später mit. Ich muss jetzt einmal hier ein bisschen meine kleinen wilden Kamikazen versorgen. Mathilda kriegt sonst hier gleich ein bisschen abdrehen. Auf jeden Fall, was ich noch kurz sagen wollte, sehr viel habe ich heute nicht vor. Weil es regnet der leider draußen. Einkauf habe ich soweit erledigt. Und ja, wenn dann vielleicht nur ein bisschen die Wohnung so halt normal, ne? Ein bisschen machen. Weil ich bin jetzt gerade am Wäsche waschen und will nachher noch meine Handtücher und dann noch ein bisschen Hundewäsche und naja, vielleicht auch ein bisschen trockene Wäsche ein bisschen abnehmen, ne? Ja, mal gucken.
Na gut, Leute, ich melde mich später nochmal bei euch. Bis später. Tschüss. Löchchen, Leute. Ja, ich sitze gerade hier auf der Couch, weil ich habe vorhin geduscht, weil, wie man ja sehen konnte, sahen meine Haare leider nicht mehr so ganz gut aus. Die sahen ein bisschen sehr wild aus, die Haare. Ich habe mir so gedacht, okay, jetzt sitzt mal. Moment, warte mal. Jetzt weg, da war irgendwie so ein Krümel. Da habe ich mir so gedacht, okay, es wird mal Zeit für Duschen und Haare waschen und so. Und dann war ich halt duschen und dann bin ich schnell duschen gegangen vorhin. Und jetzt läuft gerade hier Wäsche. Ich habe vorhin erst, was habe ich denn erst gewaschen? Achso, erst eine Decke und dann so Lappen. Und dann habe ich jetzt meine Handtücher angemacht zum Waschen. Und ja, Viertel zwei gleich will mein Nachbar mit mir los. Wir wollen nochmal ganz kurz weg. Und ja, da werde ich wohl, glaube ich, nicht so viel machen. Also nicht so lange unterwegs sein, denke ich. Also hat ja gestern schon der Tag gereicht, wo ich ein bisschen sehr kaputt war. Aber ja, wir wollen dann heute, wie gesagt, nochmal los. Und dann mal gucken. Ja, nicht wundern, dass ich jetzt so ein bisschen komisch bin. Ich bin gerade so ein bisschen am Nachdenken, beziehungsweise auch ein wenig enttäuscht, weil ich weiß nicht so recht. Ich frage mich mal, was ich falsch mache, weil ich weiß nicht, ob ich Frau oder Mann kennenlerne. Es ist einfach so das Gefühl, dass man versucht, den Menschen kennenzulernen und dass man auch denkt, okay, der Mensch, der einen kennenlernen will, der gibt einem so ein bisschen die Chance, einen kennenzulernen. Aber dann kommt es halt einfach so rum, dass man danach, wenn man sich getroffen hat oder wenn man sich trifft, das Gefühl hat, es war vielleicht einfach nur ein Treffen, aber die Aufmerksamkeit war gar nicht bei der Person, sondern vollkommen woanders, wo man dann denkt, okay, was soll das? Wo ich mir so denke, was geht hier ab? Wo dann man halt jetzt im Nachhinein von der Person erfährt, ja, man sei nur am Stressen und am Hinterherfragen. Und es kann natürlich sein, dass ich manchmal leider so bin und dass ich manchmal auch mir damit einiges versaue. Aber wenn ich zum Beispiel Menschen treffe, sei es jetzt Frau oder Mann oder weiß ich wen, bin ich halt wirklich, dass ich sehr viel rede und sehr nervös bin und auch einiges hinterfragen tue, weil ich halt auch neugierig bin. Aber wenn man dann natürlich gleich nach dem ersten Treffen sowas vom Kopf geschmissen kriegt, da denkt man sich schon, okay, gibt einem der Mensch gar keine Chance, einen kennenzulernen, weil dieses ruhig zu bleiben, das fällt mir halt einfach nicht so leicht so. Weiß ich nicht. Das enttäuscht mich auch gerade ein bisschen, weil ich weiß nicht. Man versucht dann auch so ein bisschen mal Klartext zu reden und sagt dann auch, hey, geh doch nicht mit einem so um. Oder gib einem auch wenigstens erstmal die Chance, einen kennenzulernen. Wo man dann denkt, man hat vielleicht auch die Chance. Aber weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, warum mir jetzt gerade das Heulen so ein bisschen kommt. Das nervt mich jetzt voll ab. Das ist einfach so das, was ich meine. Ich will manchmal gar nicht so dieses Empfinden haben. Manchmal möchte ich lieber einfach eiskalt sein. Aber ich weiß nicht so. Wie gesagt, man möchte gerne Menschen kennenlernen, man möchte auch gerne weiterkommen. Aber wenn einem nicht mal die Chance gegeben wird und man nach dem ersten Treffen direkt abgestempelt wird, dann weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich sag ja nicht, dass ich perfekt bin oder so, ne? Aber ich sag ja nicht, dass ich nur so bin, dass ich immer stressen tue oder alles in der Fragen tue. Also, ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht mehr, was ich davon halten soll. Oh, ich habe irgendwie gerade einen Anruf verpasst. Huch, Gott. Ach, das war mein Nachbar. Oh, ich muss den jetzt gleich eben anrufen. Na Leute, ich erzähle euch sonst erstmal nachher in Ruhe davon. Und melde mich sonst ja noch später bei euch. Und dann, ja, also gesagt, ich melde mich später nochmal bei euch und tut mir leid, dass ihr mich jetzt wieder so auffinden musstet. Aber ich melde mich später nochmal bei euch. Bis später. Hallo, Leute. Ja, ich hoffe, ihr kennt mich gut. Ja, ich glaube schon, ne? Genau, ich habe jetzt ganz normal die Kamera angestellt, weil ich wollte kurz zeigen, was ich eingekauft habe. Ich mache jetzt aber mal so einen kleinen Foodfahrt rein. Ich habe leider mich vergriffen. Ich wollte eigentlich die MSC von Lidl nehmen, die Fisch, jetzt halt die Iglo gegriffen. Ich denke, Alter, du Trottel, auf jeden Fall die zweimal mitgenommen. Ja, also bevor ihr das jetzt falsch steht, ich war vorhin mit meinem Nachbar einkaufen, weil er hat mich mitgenommen. Und er musste da auch noch Brot kaufen, dies und jenes. Sorry, ich muss mal kurz was einräumen. Ja, auf jeden Fall hat er mich mitgenommen. Weil ich dachte so zu ihm, du, ich muss auch noch eine Kleinigkeit holen. Und dann sagt er, ja, dann komm mit. Naja, dann bin ich ihm halt gefolgt, ne? Dann bin ich ihm mitgekommen. So, also habe ich das geholt, dann habe ich, muss ich nicht sein, ein bisschen weit, zweimal Buttergemüse geholt von Netto. Genau, das haben wir einmal geholt. Ich glaube, das war es auch schon am Frost der Sachen. Ach, genau, das haben wir geholt.
Dann hatte ich mir aus dem Lidl mitgenommen 2 Käsebrötchen, die normalen, 40 Cent eins. Dann hatte ich aus Netto mitgenommen dieses Diadent. Das ist hier Mint Fresh, das ist antibakteriell. Ich denke mal, das ist auch ganz gut für mein Piercing. Ich schiebe mal ganz klein ein bisschen die Kamera. Ein Stück so. Ich denke mal, jetzt solltet ihr nicht sehen eigentlich. Ich hoffe es. Dann habe ich aus dem Lidl noch mitgenommen von diese Mini-Salamis. Und aus Netto dann noch 2 so eine Donuts. Ich denke mal, die esse ich morgen früh. Denke und hoffe ich, dass ich es durchhalte. Dann habe ich mir einmal das hier mitgenommen. Butter, Brioche oder Brioche heißt das. Genau, so eins. Ich habe gar nichts aus Haltbarkeit und da drüben geguckt. Steht das irgendwo hier drauf? Eigentlich habe ich immer gerne ein Auge drauf, aber diesmal habe ich Trotte gar nicht aufgepasst. Was müsste eigentlich hier irgendwo? Ach, hier. 2.6.2017. Oh, das ist ja noch allemal. Ich glaube, bis dahin habe ich das leider schon verfressen. Dann habe ich einmal Brot mitgenommen, weil ich habe gesehen, mein Brot, das ich hier habe, das ist schon abgelaufen. Und das ist hier das Mehrkornschnitte. Das ist auch vegan, steht hier hinten drauf. Das habe ich vorher gar nicht so mitgekriegt. Genau, dann hatte ich hier noch einmal noch Fenolen-Rahmsoße von Maggi habe ich mitgenommen. Die mache ich mir jetzt gleich warm als Mittagessen. Weil ich hatte heute nur mein Frühstück gehabt, was ich euch gezeigt habe. Und bis dahin noch gar nichts weiter. Hier mein Netto-Beutel. Dann habe ich einmal hier diesen Energy mitgenommen. Der war für 40 Cent plus Pfand halt. Den habe ich mir mitgenommen. Und dann ist hier noch was drin. Ja, genau, das Wichtigste überhaupt. Nach dem Haarewaschen habe ich mir halt immer gesagt, damit meine Haare sich erholen können und wieder gesund werden, habe ich mir noch Blisco geholt. Und mein jetziges ist fast leer. Genau, und jetzt steht das alles hier. Also es kommt eigentlich kaum was im Kühlschrank oder gar nichts, glaube ich. Genau, hier hinten stehen die beiden Colas, die Zartbitter und die Energies. Ja, ich bin leider Energy-süchtig. Ach, Moment, ich mach kurz den Wasserkocher an, damit ich gleich was essen kann. Ja, ich bin leider Energy-süchtig. Das ist ganz schlimm bei mir. Also ich brauche es eigentlich nicht jeden Tag, aber so manchmal alle 2-3 Tage brauche ich das schon, weil ich halt einfach Durst darauf habe. Also ich trinke zwar keinen Kaffee, ich mag auch nichts gerne mit Koffein, aber da habe ich gesagt, okay, das möchte ich gerne ab und zu mal trinken. Ja, nun bin ich wieder zu Hause. Nun esse ich gleich was, dann werde ich meinen Mund ausspülen und dieses Zeug drauf machen, weil ich merke, meine Gusche tut mir ein bisschen weh. Und dann, ja, mal gucken, ne? Dann habe ich soweit nichts weiter vor. Also heute steht nichts mehr an, heute habe ich keinen Bock mehr, heute habe ich echt die Schnauze voll. Achso, was ich euch noch zeigen würde, genau, ich habe mir hier ein neues Oberteil geholt. Das ist so hier, so kurzärmlich. Dicky, geh mal weg. Dicky! Lucy, geht doch mal beide weg. Mathilda. Auf jeden Fall habe ich mir ein neues Oberteil geholt. Dann hier die Leggings habe ich mir geholt. Mathilda, hör auf jetzt. Auf jeden Fall, das habe ich mir neu geholt aus dem Kick. Ja, und heute habe ich glaube ich nichts mehr vor. Ich werde nachher nochmal rüber zu meinem Nachbar, weil ich soll ihm was helfen, was tragen. Oder hochheben. Und ja, da helfe ich ihnen nachher, ne? Ja, nebenher lief hier noch ein bisschen Fernseher. Irgendwie hilf mir. Weil ich habe vorne den Fernseher angelassen, damit Dicky olle Kleffliese nicht kläfft. Mathilda! Es reicht. Ey, manchmal ist es schlimm. Immer will sie sich Essen klauen. Obwohl sie halt den ganzen Napf voll hatte, Alter. Ach, dieser Hund macht mich mal ein bisschen leicht kirre. Naja, auf jeden Fall bin ich jetzt zu Hause. Achso, ich muss ja noch meine Handtücher aufhängen, weil ich habe ja noch 90 Grad Wäsche gehabt. Das hänge ich dann hier gleich auf und dann, ja. Denke ich mal, ist heute nichts weiter. Außer noch, wie gesagt, zum Nachbar ihnen kurz helfen. Und dann ist der Freitag auch gelaufen. Dann kann das Wochenende starten. Ja, vielleicht trinke ich heute Abend nochmal meinen Himbeerblättertee oder wie das heißt. Mal gucken, wie ich lustig bin. Mal sehen. Lucy, du stehst da auf dem Kabel, ne? Nee, doch nicht. Ja, auf jeden Fall. Ja, die Hunde waren gerade draußen. Die haben gerade ihr Geschäft gemacht. Ja, die sind erstmal so weit zufrieden, die gechillten Divids. Ne, Lucy? Was ist, Oma? Was ist? Brauchst du Liebe? Ja? Brauchst du Liebe? Brauchst du Liebe, du Tiger, du? Hm? Ja, sie sucht auch mehr Nähe, ne? Also, und wenn sie dann merkt, hier Miss Mathilda, hier hinter ihr kommt der Dichter, dann geht's mal ein bisschen gefauchen, dann wird die Lucy mal ein bisschen gallig. Na gut, Leute, dann melde ich mich nochmal gegen Abend, denke ich mal, mal gucken. Ja, ich melde mich dann später mal. Bis später. Morgen, ihr Lieben. Ja, wir haben heute Samstag. Gestern Abend habe ich nicht mehr gefilmt, weil ich gestern mehr oder weniger Schmerzen hatte. Und ich dann halt am Kühlen war mit Eiswürfel und Waschlappen hier. Also ich hatte immer in den Waschlappen Eiswürfel reingemacht, habe mir dann die selber schon auf die Gusche so gepackt. Ich glaube, das Kühlen an sich hat ein bisschen geholfen, aber ich habe gestern Abend und heute Morgen gesehen, ich habe hier in meiner Platte so ein bisschen was Weißes, als wäre das wie Eiter oder so. Ich hoffe, dass es nicht was Schlimmes, ich hoffe, das ist normal, weil halt der Körper auf den Fremdkörper reagiert.
Ich meine, ich kann ihn noch ein bisschen bewegen, den Piercing. Also wirklich nur so ein ganz kleines Stück so. Und da habe ich schon ein bisschen Angst, weil ich habe ja eine Brille. Und auf Arbeit war es zum Beispiel so, ich habe, das ist eine Kunststoffbrille ist das. Und die enthält vielleicht Nickel. So, und ich habe dadurch immer auf Arbeit so Kopfschmerzen gekriegt. Also habe immer alles hier gedrückt und hier und die Augen so. Und da sagte meine Hausärztin, naja, vielleicht Verdacht auf Nickelallergie. Soll ich mal testen lassen, ne? So, dann weiß ich nicht, beim Piercing, ob da auch Nickel drin ist. Nicht, dass es damit irgendwie zusammenhängen könnte. Ich muss das vielleicht Montag nochmal der Nageltante. Nageltante. Dicky, ruhig. Ich muss das vielleicht Montag nochmal den Tätowierer schreiben. Fragen einfach, ob das irgendwie zusammenhängen könnte oder ob das nickelfrei ist. Da muss ich mal sehen. Da muss ich das mal abklären lassen. Weil es geht ja auch um meine Gesundheit, ne? Weil nicht, dass ich in 3 Tagen sitze und der ganze Ei, der läuft, auf Deutsch gesagt. Ich meine, es ist noch nicht doll. Ne? Und es kann vielleicht sein, dass ich die Spülung zu oft mache, weil ich mache die Spülung mache ich 3-mal täglich und das Zeug mache ich auch 3-mal täglich. Da sagte er ja, das Zeug soll ich 2 bis 3 Mal. Und weiß ich gar nicht, hat er die Spülung 1 bis 2 Mal gesagt? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall habe ich jetzt gestern Abend angefangen mit Kühlen und ja, Milchprodukte versuche ich halt drauf zu verzichten. Ja, fällt mir auch bis jetzt nicht so schwer. Ich wurde gerade leichter, mich doof. Naja, auf jeden Fall habe ich heute Morgen das Gefühl, die Lippe ist zwar immer noch dick, aber es geht ein bisschen. Aber halt dieses Weiße hinten, das stört mich, dieses Eiter, was das anscheinend sein soll. Mathilda ist gut. Da weiß ich nicht so genau. Ich hoffe, wie gesagt, dass es nicht was Schlimmes ist. Ja, ich werde mir jetzt aber gleich was zu essen machen, eine Kleinigkeit. Und dann ja, hat wieder Zähne putzen und das Zeugs rauf. Oh, vielleicht muss ich ja mal beobachten nach dem Spülen. Vielleicht geht das ja dann auch schon wieder weg, weil ich es ja dann halt gleich behandle. Mal gucken. Weil das mit der Nickelallergie habe ich auch vor mir hergeschoben, weil ich dachte mir so, okay, die Brille trägst jetzt eh nicht. Brauche ich eh erst dann wieder zum Autofahren, weil vom Sehtest aus mir bescheinigt wurde, dass ich ohne Brille nicht Autofahren darf. Mathilda, ruhig. So, und daher habe ich jetzt gesagt, dann schiebe ich das ein bisschen vor mir weg. Aber ich muss mal gucken, wenn ich die Überweisung habe, muss ich mal sehen. Vielleicht muss ich sonst mal einen Hautarzt kontaktieren. Und dann muss ich vielleicht mal einen Test machen. Und dann mal gucken, ne? Ja. Aber, ja, wie gesagt, ich denke mal, wenn es doll entzündet wäre oder so, dann könnte ich ja gar nicht mehr sprechen. Weil die Lippe wäre immer dicker. Ich meine, die ist jetzt, wie gesagt, auch noch dick. Die tut auch ein bisschen weh so. Aber, ja, ich habe den Piercing 2 Tage. Ich hoffe, es ist, wie gesagt, alles normal. Ja, heute soweit habe ich nichts geplant. Ich werde bloß, wie gesagt, gleich die Hunde füttern, dann gibt es für mich selber ein bisschen was zum Essen. Und ja, dann esse ich nachher später bei meinem Nachbar Mittag, weil wir haben was zusammen gekauft. Dann essen wir ein bisschen Mittag. Ne, Teddy? Muss ich mal ganz kurz mal anders hinsetzen. Ich fühle mich hier auf dieser Couch, als könnte ich nicht sitzen. Furchtbar. Naja, auf jeden Fall gehe ich nachher bei einem Mittagessen. Und dann glaube ich, habe ich nichts weiter vor heute. Das Wetter ist zwar trocken und so, aber ja. Achso, wo ich gestern hier so ein bisschen leicht traurig war, wollte ich euch ja noch erklären, woher das kam. Also es war einfach so, dass es halt einen Mann gab oder gibt, wo ich sage, dich hätte ich gerne weiter kennengelernt. Der hatte mich auch angeschrieben über Logo. Also es ist ja nicht wegen meiner Partneraufrufe, sondern einfach ganz normales Schreiben, ganz normales Smalltalk. So, wo er dann halt auch anfing zu schreiben, Mathilda, nein, lass die Wäscheklammer liegen. Mathilda, nein. Da liegt nämlich gar eine Wäscheklammer hier unten. Die habe ich wohl gestern vergessen, da aufzusammeln. Die muss ich gleich mal aufheben. Mathilda, nein! Also sie reagiert zum Glück, wenn man nein sagt, aber sie versucht es halt immer wieder. Sie ist wie so ein kleines Kind, was öfter mal eins hinter die Löffel braucht, ne? Hör auf damit, Fräuleinchen. Dieser Hund. So, ich krieg wirklich bald noch graue Haare. Bald habe ich soweit. Ja, also wie gesagt, das kam über Lobo, der hatte mir geschrieben. Und ich hatte da auch ganz normal zurückgeschrieben, so mal, wie man es halt macht, weil ich habe mir gedacht, was soll gegen Schreiben dagegen sein? Und da hat er mich näher gefragt, ob wir über WhatsApp weiterschreiben wollen. Hatte ich dann auch gesagt, ja, können wir machen, habe ich ihm meine Nummer gegeben. Und dann wollte ich ihn letzten Donnerstag treffen. Und also gut, ich weiß, dass er jetzt aktuell keine Beziehung unbedingt sucht. Dass er jetzt erst wo auch seit ein paar Monaten aus der Beziehung raus ist und daher halt erstmal so ein bisschen als gechillt ruhig angehen will. Habe ich auch gesagt, ja, ist okay, ich will ja nicht gleich nach dem ersten Treffen sagen, so, jetzt hier Ring ran, wir sind verheiratet. Also, so schlimm bin ich ja nur auch wieder nicht. Auf jeden Fall, wollte ich mich ja letzten Donnerstag mit ihm treffen, konnte er nicht, weil er hatte Angina. Da war ich schon so ein bisschen misstrauisch, habe mir gedacht, vielleicht will er mich gar nicht sehen, vielleicht hat er irgendwas gegen mich oder vielleicht mag er mich auch nicht so.
wie ich bin, weil ich halt auch ein bisschen an mir zweifle. Ne? Natürlich weiß ich, dieses Zunehmen kommt von mir selber. Aber wie gesagt, ich möchte auch endlich diesen Punkt erreicht bekommen oder haben, wo ich sage, ich bin zwar dick, aber zum Teil respektiere ich mich. Und zum Teil muss aber auch wieder was weg. So, und da hat man die Tage weitergeschrieben. Und dann haben wir uns jetzt die Woche getroffen. Ich glaube, am Dienstag? Ich glaube, Dienstag, ja, genau. Da bin ich dann zu ihm hingefahren und dann hatten wir dann da auch Zeit verbracht. Und ja, er hat ja auch einen Baubi, also er hat einen. Der ist 8 Jahre alt, aber noch ein ganz süßer, flippiger Kerl. Und ja, ich weiß nicht, ich hatte so mehr oder weniger das Gefühl, er war so ein bisschen mehr mit seinen YouTube-Videos beschäftigt als wie mit mir. Also er hat wenig gesprochen, er ist wohl auch so der Ruhigere, sagt er auch. Ich meine, einerseits sage ich auch so beim Typ Mann, dieses Ruhigere, das spricht mich manchmal auch an. Da sage ich manchmal so, dieses Ruhige, das ja, reizt mich so ein bisschen so. Also wenn da gleich so einer ist, der direkt auf mich zugestürmt kommt und so viel redet und so wie ich ist, da kriege ich direkt Angst und ziehe mich zurück. So, und bei ihm, weiß ich nicht, ja, war es halt einfach so, ich hatte einerseits das Gefühl, er schaut mehr auf seine YouTube-Videos, die er sich halt angeguckt hat. Und dann nachher hatten wir halt auch mal ein bisschen gesprochen und habe ich ihm halt auch so ein paar Dinge von mir preisgegeben, wo ich dachte oder wo ich das Gefühl hatte, okay, ich kann dir vertrauen oder ich kann dir das anvertrauen, weil er ja auch darauf eingegangen ist ein Stück weit und hat mit mir darüber geredet. So, und daher habe ich ihm das ja anvertraut. Das heißt aber nicht, dass wo ich ihm das anvertraut habe, dass ich dann im Hinterkopf gedacht habe, so, wenn wir jetzt näher kennenlernen, dann zack, bumm, komm mal her hier, kümmere dich mit rum, weil in die Probleme oder in die Scheiße, in die ich mich geritten habe vor so und so vieler Zeit, da muss ich ja selber wieder raus. Da kann ich ja nicht fremde Leute mit reinziehen. Ne? Also wenn er jetzt was mit zu tun hätte, dann würde ich sagen, hey, helf da mit. Aber ist ja nicht so. Das war auch nie mein... Das war auch nie irgendwie mein Vorhaben. Auf jeden Fall hatten wir uns dann halt verabschiedet. Also vorher hatte er dann halt gesagt, wenn du willst, können wir ja mal ins Kino. Und ja, ins Kino gehen, halt einen Film schauen. Ich habe gesagt, ja, können wir machen. Die Tage, wenn du Zeit und Lust hast. Naja, und dann nächsten Tag oder nach dem Treffen hatte ich schon gemerkt, er war komisch. Weil da war er den ganzen Abend nicht mehr online. Schrieb nicht mehr. Nächsten Morgen meinte er dann irgendwie, ja, es lag am Sport. Und er ist schon recht früh schlafen gegangen, dies, das. So, und den nächsten Tag hat er halt auch schon gesagt, ja, es war ein bisschen sehr stressig und das, was du von dir preisgegeben hast und den ganzen Stress und den Ohren und so, den will ich nicht haben und dies, das. Und da habe ich dann gesagt, hey, ich zieh dich auch da nicht mit rein. Ich sage, das stimmt doch gar nicht. Na, ich so gedacht, ich bin im falschen Film. Naja, da habe ich halt schon so gemerkt nach dem Treffen, da ist irgendwas komisch. Also hat gar nicht mehr geschrieben. Wenn ich dann ihm mal geschrieben habe, hat wirklich halt erst Stunden später geschrieben. Und war aber trotzdem in dem Zeitraum immer online. Und ich mir einerseits gesagt, Mathilda, hörst du jetzt auf? Hör auf jetzt, lass die beiden in Ruhe. Und ich mir halt so gedacht, okay, lässt ihn in Ruhe und dann mal gucken. So, und gestern habe ich dann von selber so gedacht, okay, fragst du einfach ganz normal, hast du Lust auf Kino, Sonntag oder jetzt heute? Und er so, nee, viel zu tun, denke nicht, also erstmal nein. Und da habe ich so dann gedacht, so jetzt reicht's. Und da habe ich ihn dann halt so richtig... Mathilda, es reicht! Hör auf Pilzschuss zu gehen, sonst kriegst du gleich mal Ärger. Jetzt gerade, wo Dicky da in der Box sitzt, meint sie wieder so, sie muss ihn wieder angreifen. Schluss jetzt. Auf jeden Fall habe ich dann gestern so gesagt, so es reicht jetzt. Also jetzt ist genug. Und da habe ich ihn dann gestern so einen Text vom Kopf geknallt. Da habe ich dann gesagt, ja, du behandelst mich irgendwie komisch und meinst irgendwie sowas zu behaupten, wo du mich gar nicht kennst und so, und da bin ich halt so ein bisschen säuerer geworden. Und da meinte er so, ja, er hat es ja schon gestern gesagt, dass das alles viel zu viel rumgestresst war oder so und keine Ahnung was dergleichen. Und Mathilda, es reicht. Oh, ey, nur weil die da hört, die fressen, meint sie natürlich, sie müsste da mitmischen. Manchmal könnte ich sie echt mit dem Kopf voran ins Klo stecken, ey. Man macht den Hund wahnsinnig, Alter. Oh, der Hund. Sture Esel lässt grüßen, obwohl sie so hübsch aussieht wie eine französische Bulldogge. Aber stur wie ein Esel, Alter. Naja, auf jeden Fall habe ich ihn dann das gestern so geschrieben und habe ihn auch so ein bisschen mal
gezeigt, hey, so und so ist es nicht. Und ich bin auch einerseits ein bisschen traurig, dass wir jetzt seit gestern gar nicht mehr schreiben, weil natürlich bin ich nicht perfekt, er scheint auch nicht perfekt zu sein, er hat bestimmt auch sein Päckchen zu tragen, wo ich sage, okay, wenn er es alleine geregelt bekommt, kümmert er sich alleine drum, so wie ich es alleine mache, mit meinen Problemen, die ich habe. So, und ja, weiß ich nicht, einerseits bin ich halt ein bisschen enttäuscht, aber es kann auch einfach im Klartext sein, leider, dass er keinen Bock auf mich mehr hat, dass er es einfach nur nicht sagt, weil... Ja, weiß ich nicht. Er hätte auch einfach sagen können, du hör zu, wir treffen uns nicht mehr, basta. Oder ich will nicht mehr und fertig. Aber dann fragt man sich halt, was für ein Grund steckt er dahinter, wenn er einen anschreibt. Und dann nach dem ersten Treffen, na gut, man muss mit dazu sagen, man war bei ihm oben. War auch wieder ein bisschen andere Situation. Ich meine, man hätte auch draußen was unternehmen können, aber wir haben da halt gesagt, wir gehen zu ihm hoch. Aber, weiß ich nicht. Ich bin halt einmal der Ansicht, man hätte ja wenigstens auch eine Chance geben können, eine vernünftige Chance, weil... Dieses viele nervös sein oder dieses viele Gesappel, das kommt ja bei mir, weil ich halt immer so doll nervös bin. Und dann ist es halt immer so, dass ich viel sappel. So, und daher kam das halt. Und das hat er halt einfach so aufgefasst, ne? Und was soll ich denn dagegen machen? Ich kann es ja nicht abstellen, so. Aber, ja, ich habe jetzt einfach in WhatsApp gesagt, so, okay, ist jetzt erstmal Cut, Ruhe. Ich lasse es jetzt immer so auf sich beruhen. Es war schade, aber was soll ich machen? Ich habe auch keinen Bock nachher, dass es heißt, ja, du bist hier die Nervensäge vom Dienst, du gehst mir übelst auf den Nerven, bla bla. Habe ich keine Lust drauf. Ich möchte schon einen Menschen, der sagt, hey, okay, du bist zwar ein bisschen anstrengend, auch ein bisschen sehr nervös oder eine Sappelfritze hoch 10, aber ich respektiere dich trotzdem so, wie du bist. Und versuche dir einmal die Chance zu geben. Wenn so ein Mensch mal kommen würde, würde ich sagen, Mensch, das hat so lange echt gedauert, zu sagen, ich habe endlich den Menschen an meiner Seite gefunden, der mich so nimmt, wie ich bin. Der wirklich nicht gleich aufgeht, der wirklich auch ein bisschen zeigt, ich habe starke Nerven. Also, weiß ich nicht. Also nur die Hunde immer so zu haben, ist natürlich auch schön. Aber irgendwann sage ich auch, Mensch, ich möchte auch gern für mich jemanden an der Seite haben. Nicht nur meine Tiere, weil Lucy wird dieses Jahr 8. Dicky ist ein Jahr und ein paar Monate, Mathilda wird ein Jahr, die sind noch beide recht jung. Aber trotzdem so. Man möchte irgendwann selber auch vorankommen mit Familiegründen und sowas alles. Oder beziehungsweise immer erst mal diesen Schritt kommen. Deswegen nämlich. Liegt sie hier vor mir. Passt aber genau auf. Der kleine Schnauze. Ja, kleine süße Maus. Ja, ich glaube, ich habe es erstmal genug gefilmt. Ich habe es erstmal grob und groß erklärt. Aber Mathilda lauert irgendwas. Die kriegen jetzt erstmal Futti, ne, Mathilda? Fressi, ne? Ja, kleine dicke Panzer, du. Das ist echt eine hübsche geworden, die kleine Kröte. Na gut, Leute, ich melde mich später mal. Die Kamera muss ich eh erstmal nachher laden. Ja, ihr Lieben, ja, wir haben heute den 9.5. Es tut mir voll leid, ich habe die ganzen Tage jetzt nicht gefilmt seit Sonntag. Oder habe ich Sonntagvormittag gefilmt? Ich weiß das gar nicht. Ich glaube schon. Auf jeden Fall tut es mir leid. Ich war ja Sonntagmittag bei meinem Nachbar essen und wir haben dann gegessen und dann haben wir... Ich weiß gar nicht, was haben wir gemacht? Irgendwas haben wir bei ihm gemacht. Dann nachher gegen Nachmittag habe ich irgendwie mein... Oh, nee, die Schnauze. Dann nachher irgendwie gegen Nachmittag habe ich meinen Rappel bekommen. Ich sage, ich mag nicht die ganze Zeit zu Hause sitzen, so. Nee, das war, glaube ich, Samstag, wo wir in... Wir waren irgendeinen Tag, waren wir in Doberan. Samstag, glaube ich. Und genau, Sonntag war das so. Da habe ich auch bei ihm gegessen, also den Rest noch vom Vortag. Und da habe ich so zu ihr gesagt, ich habe irgendwie Bock auf Grillen. Da sagt er, ja, von wo sollen wir was holen? Ich sage, na, Lidl in Doberan, ne? Ich sage, da ist doch ein Lidl, der hat doch auch 12 bis 18 Uhr. Wollte mir erst nicht glauben. Ich sage, du kannst mir ruhig glauben. Ich sage, ich guck mal, ne? Ja, und dann sind wir da hingefahren, haben wir Sonntagabend noch gegrillt, haben dann auch die Hunde schön laufen lassen, schön spielen lassen. Ja, die haben da auf jeden Fall dann schön getobt und so. Oh, das hätte ich mal hier, Alter. Naja, auf jeden Fall haben die Hunde schön getobt den Abend, haben schön rumgedallet. Ja, gestern war eher so ein ruhiger Tag. Ich musste nur noch mal zum Arzt was regeln lassen. Das hat sich aber heute schon geklärt. Und ja, heute muss ich noch mal zum Arzt, aber zum Hausarzt, weil ich da auch noch mal was ansprechen will. Ja, dann mal gucken. Was soll ich jetzt noch erzählen? Ja, wie man sehen kann, mein Piercing wird langsam besser. Der ist zum Glück ein bisschen abgeschworen. Also ich kühle ja fleißig. Ich tue immer die Mundspülung machen, morgens und abends meine Zähne putzen ganz normal, wie man es halt standardmäßig macht. Ja, mach halt auch mal zwischendurch nur mit kaltes Wasser ein bisschen in den Mund kühlen. Damit halt einfach ein bisschen kühler rankommt. Aber so am Tage geht es jetzt schon langsam.
Also ich merke zwar noch, dass es manchmal ein bisschen noch so draußen irgendwie an der Kugel so schleimt, da kommt irgendwie so ein ekliger Schleim raus so. Aber naja. Ja, was wollte ich euch noch erzählen? Irgendwas hatte ich noch in Gedanken gehabt. Ja, ich hab's jetzt voll vergessen. Achso, falls einer hier einen Tisch sucht, hier, der da unten versteckt, da hinten sind auch irgendwie die Platten, falls einer einen Tisch sucht von euch und der hier in meiner Nähe wohnt und wirklich einen braucht, das ist ein großer Tisch. Und der kann sich ja gerne melden, wenn einer mag. Weil ich habe den nämlich zu verschenken. Ich habe dann gesagt, ich möchte den nur noch was für meine Hunde haben, eine Kleinigkeit oder für mich selber. Aber ich brauche den hier nicht, weil mir nimmt er einfach Platz weg. Der hat auch unten so ein Bein, der kann auch geschoben werden. Also mein Petra, meine Freundin, hat da Rollen rangebaut. Und ja, auf jeden Fall hat sie da Rollen rangebaut. Und wenn vielleicht jemand mag, kann den jemand haben. Also wenn jetzt wirklich einer ernsthaft sagt, ich möchte ihn haben, weil ich brauche ihn nicht. Also ich meine das jetzt echt ernst. Er steht auch in eBay-Kleinanzeigen. Also wenn dann wirklich hier Leute in meiner Nähe wohnen und das sehen, ihr könnt da echt gerne reinschauen. Ihr könnt euch den holen. Ich brauche ihn nicht. Also ich will mich damit auch nicht bereichern. Ich möchte nur, wenn er für die Hunde ein paar Leckerlis haben oder für mich was Süßes oder keine Ahnung was dergleichen. Keine Ahnung. Denkt euch was aus. Ja, ich werde jetzt heute das Video beenden. Wir haben ja heute jetzt Dienstag, den 9.5. Ich werde jetzt gleich am Tablet oder am Laptop Fahrschule üben. Werde aber erstmal gleich die Dateien hochladen. Dann das Video schneiden und erstmal exportieren lassen. Und dann heute oder morgen noch hochladen. Und dann bin ich mal gespannt. Ja, achso, hier, falls ihr mal gucken wollt. Hier liegt Matilda, mein dicker Gante. Der kleine dicke Tommy und Lucy und Dicky liegen. Ja, wo liegen die denn? Ich muss mal gucken. Oh, die Gaune sich versteckt haben. Ach, da liegt Dicky. Oh, da sind. Ach, die liegen beide hier in der Box. Da liegen sie beide. Die wollen wohl nicht mehr in der Sonne, es wird zu warm. Na, die liegen da. Die liegen hier in ihrer Box. Matilda guckt jetzt gerade, ne, Schwatzi? Ja, die kriegen heute noch. Später kriegen sie heute noch Barfleisch. Ich habe nämlich mal was im Real gekauft und das kriegen sie heute noch. Wir haben heute Morgen schon ein bisschen Trockenfutter bekommen und halt Wasser ganz normal. Ja. Ja, wie gesagt, ich werde jetzt ein bisschen Fahrschule üben. Ich werde dann ja das Video noch nebenbei fertig machen. Ich hoffe, euch gefällt es. Ich hoffe, ihr seid froh, dass ich wieder da bin. Vielleicht gibt es auch welche, die sagen, ja, können wir drauf verzichten, weil du halt so wenig Videos machst. Aber ich gebe mir Mühe, dass sich das wieder bessert. In dieser Zeit, ich versuche es, ein bisschen meine Motivation wieder umzuwandeln und halt dann in Videos zu stecken. Ich gebe mir Mühe, ich versuche es auf jeden Fall. Ja. Also auf jeden Fall, wenn euch das Video gefällt, gebt gerne hier Daumen nach oben. Schreibt auch gerne einen Kommentar zu meinen ganzen Sachen, die ich da thematisiert habe oder was ihr so zu mir sagt oder zu den Hunden oder hier meinen Themen, die ich angesprochen habe. Ich würde mich auf jeden Fall auf ein Feedback freuen. Ja, und ja, darüber würde ich mich freuen. Ich muss ein bisschen gucken. Ich dachte, der Dicke jagt da gerade eine Biene. Naja, wenn ihr mögt, meldet euch gern. Auch auf den Tisch oder auf mein Video. Ist mir egal, ich lasse mich überraschen. Ich wünsche euch noch einen schönen Dienstag. Startet gut in den Rest der Woche oder genießt den Rest der Woche, besser gesagt. Und wir hören uns ganz bald wieder. Bis dann. Tschüss.